Feiertagen schmeckt es mir immer besonders gut. Ich möchte noch etwas, bitte. Gerne. Woher hast du denn die Sushis? Die schmecken ja wirklich gut. Oh. Danke, die habe ich selbst gemacht. Selbst gemacht? Wirklich? Ich hoffe, du würdigst jeden einzelnen Bissen. Zu Befehl. Du möchtest sicher gerne, dass ich mal die leckeren Sushis mache, die Mutter immer gemacht hat. Ja. Ich hätte ihr früher mehr zusehen sollen, damit ich es lerne. Aber du warst doch damals noch viel zu klein. Deine sind wirklich gut, ehrlich. Später noch welche. Hast du Lust, zum Festival zu gehen? Hm? Oh ja! Kaum plant man etwas, kommt es anders, als man denkt. Oh, oh, hallo, Freunde! Oh, wie ich solche Überraschungen hasse. Ich hab dir doch gar nicht gesagt, wann ich komme. Trotzdem nett von dir, dass du mir die Tür aufhältst. Schnell zur Hintertür! Schnell zur Hintertür! Geschafft! Oh. Ich wünsche euch ein schönes Fest! Du siehst immer so gesund und munter aus, Masato. Ach, ist das deine Schwester? Guten Tag. Schön, dich zu sehen. Ich heiße Nakata und bin auch ledig. Masato, warum trägst du denn keine kurzen Hosen? Es ist doch so heiß heute. Wir wollten gerade ausgehen. Warum sind Sie denn gekommen? Ich wollte nur Hallo sagen und ein schönes Fest wünschen. Und deshalb sind Sie extra hergekommen? Ich finde es ungeheuer wichtig, dass ein Lehrer engen Kontakt zu seinen Schülern hat. Ein Lehrer sollte seine Schüler gut kennen, damit er ihnen auch helfen kann, wenn sie ihn um Rat bitten. Oh. Komm, Yuki, gehen wir. Ryuji, nimm die Hand von ihrer Schulter. Haben Sie nicht gesagt, Sie wollen Ihre Schüler besuchen? Warum gehen Sie jetzt nicht hin und fangen mal damit an? Also, halt deinen Mund, du frecher Lümmel! Es ist gefährlich für ein Mädchen, ohne Begleitung eines Erwachsenen auf das Festival zu gehen. Als Lehrer fühle ich mich verpflichtet, euch zu begleiten. Ich glaube, wenn Miyuki mit Ihnen geht, dann wird das sehr gefährlich. Was soll denn das? Schließlich ist sie meine Schwester. Ich werde auf sie aufpassen. Du, gehst du auch zum Festival? Ach, bitte komm mit, dann haben wir größere Chancen bei den Jungs. Miyuki, komm mit. Gehen wir jetzt? Komm, lass uns gehen. Ich habe gar nicht gewusst, wie begehrt meine kleine Schwester ist. Aber sie ist ja auch ein ganz besonderes Mädchen. So lieb und so vernünftig. Was habe ich denn da? Was ist los? Nichts. Damals mit Miyuki Kashima. Hast
Hast du da drüben das rosa Plüschtier gesehen? Verdammt. Ich muss unbedingt einen anderen Platz für das Bikini-Unterteil finden. Kann ich Ihnen helfen? Der gefällt mir gut, der kleine Kerl. Hoch und runter, hoch und runter. Hey, bist du nicht zu alt, um mit Stofftieren zu spielen? Na, Miyuki? Verdammt! Ryuchi! Ein Safe ist wichtig für einen reichen jungen Mann. Was? Das ist aber komisch. Wie rede ich mich jetzt nur raus? Ich will doch eigentlich nichts kaufen. Der hat doch nur einen Stein aus Glas. Ich werde dir mal einen viel schöneren Ring kaufen. Ich finde den schön genug. Nein, der ist wertlos. Verdammt, so eine Unverschämtheit. Was redest du da für einen Blödsinn? Sieh dir den Stein mal genau an. Er schimmert in allen Farben. Ja, ja, schon gut. Wenn du nichts kaufen willst, verschwinde. Du hältst nur den Betrieb auf. Miyuki, warte doch auf mich. Lauf nicht weg, ich trage die Farben. Miyuki! Miyuki! Das ist ja nicht zu fassen. Masato! Lass uns gehen! Lauf! Schnell! Sollen die Finger von meiner kleinen Schwester lassen. Oder sie kriegen Ärger mit mir.